Hallo. Schön, dass ihr da seid. Genau, jetzt am Abend ist es gerade nicht mehr so heiß wie am Morgen. Da hatten wir krasse Temperaturen. Schön, dass du da bist. Wir sind gemeinsam in der Serie Afterlife, nach dem Leben. Was passiert nach deinem Leben? Schon mal die Frage gestellt. Jeder Mensch hat irgendwie in seinem Herzen das Gefühl, irgendwas muss doch nach diesem Leben noch kommen. Irgendwas gibt's da noch. Selbst jemand, wo Gott nicht kennt oder die Bibel liest, irgendwann kommt jeder zu dem Punkt zu merken, hey, irgendwas muss da doch noch sein, oder? Und wisst ihr, warum das so ist? Weil es Gott so gemacht hat. Und zwar in Prediger 3,11 lesen wir, er hat alles schön gemacht. Auch dich und mich. Wow. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Ich habe euch hier ein Seil mitgebracht, das Ewigkeitsseil. Und zwar, oft machen wir uns einfach Gedanken um diese Schwarzzeit. Wenn das jetzt ein Zeitstrahl ist, wir machen uns Gedanken darüber, das sind vielleicht deine 10, 20, 80 oder 100 Jahre, die du auf diesem Planeten verbringst. Und irgendwie ist es schon lange, oder? So ein Tag kann langsam sein, wenn mir langweilig ist. Aber eigentlich ist es sehr kurz. Weil die Bibel spricht davon, es gibt eine Ewigkeit. Nach diesem Leben, nach diesem schwarzen Teil, geht's weiter. Und eigentlich machen wir uns sehr wenig Gedanken über das, was kommt, als das, was jetzt gerade da ist. Obwohl es eine viel, viel längere Zeit sein wird. Und ich habe mich gefreut auf das heutige Thema. Warum? Weil es Freude auslöst. Weil es einen dankbar macht. Und das heutige Thema, viele Christen trauen sich nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen, weil das ist unangenehm, darüber zu reden, oder? Deshalb ganz still. Heute geht's um die Hölle. Hölle, okay? Und dass wir gleich ready sind und was aus der Bibel hören und ihr bereit seid auf den Rest, steigen wir gleich ein. Und zwar in Matthäus 25 lesen wir, wen aber der Sohn des Menschen, also Jesus, wenn er kommen wird, in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinen Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen auf seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit der Grundlegung der Welt. Und weiter geht's in Vers 41. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Super Einstieg, oder, für eine Message. Jetzt sind wir schon am Anfang depressiv. Aber vielleicht denkst du dir jetzt, hey Hannes, ist das dann noch zeitgemäß? Echt jetzt, die Hölle? Gibt es das denn noch? War das nicht mal so im Mittelalter und im Alten Testament, im alten Teil der Bibel? Wir sind ja jetzt im Neuen. Krieg und Gerechtigkeit. Im Alten Testament ist gar nicht so viel davon die Rede.
Und vielleicht liest du voll gerne im Neuen Testament, also im neuen Teil der Bibel, weil der Alte ist so krass, oder? Da Gericht und Töten und hin und her und Fehler passieren. Aber das Spannende ist, das Wort Hölle kommt erst im Neuen Testament vor. Deshalb Respekt vor dir, wenn du dich mehr für das Neue interessierst. Du hast in dem Fall viel mehr mit der Hölle zu tun als jeder andere. Jetzt mal vorweggenommen, und dieses Statement sage ich einfach mal so rein, bevor wir alles andere anschauen. Deine Perspektive über den Himmel und die Hölle entscheidet über deinen Lebensstil und dein Denken. Deine Perspektive, wie und als was du den Himmel siehst und wie du die Hölle siehst, entscheidest, wie du lebst. Und es entscheidet nicht nur, wie du lebst, sondern auch, wie du denkst. Ich habe euch hier einen Spiegel mitgebracht. Manche von euch kennen das, einen Spiegel, da kann man hineinschauen. Manche verwenden ihn auch. Aber so einen Spiegel kennen vor allem die Frauen, und so einen Schminkspiegel. Und der ist mega krass. Hey, das ist eine technische Innovation. Ich brauche es nie, aber mega cool für jeden Mann, der da mal reinschauen möchte. Auf der anderen Seite siehst du einfach dich. Und wenn du dich umdrehst, boah, noch viel, viel größer, oder? Du siehst jedes einzelne Haar, du siehst jede Falte, du siehst alles in deinem Gesicht, auch das, was du gar nicht sehen willst. Manchmal frage ich mich, warum sind Frauen glücklich? Wenn du jeden Tag in den Spiegel schaust, mit dieser ultimativen Vergrößerung, warum seid ihr so fröhlich? Größten Respekt. Aber größten Respekt, ja. Okay, aber ich habe keinen solchen Spiegel, aber ich schaue manchmal rein, weil er halt im Bad steht. Aber jetzt nehmt das Bild. Wenn du in die Bibel reinschaust, dann siehst du dich. Und wenn du den Vergrößerungsspiegel nimmst, das heißt einfach, du liest sehr oft die Bibel. Und du siehst Dinge in deinem Leben, die richtig cool sind, wo du denkst, jawohl. Aber wenn du in die Bibel liest, siehst du auch die Dinge, die schlecht sind in deinem Leben. Weil du siehst auf einmal, wie du aussiehst gegenüber Gottes Herrlichkeit. Und das kann erschreckend sein. Aber die Bibel zeigt dir auch, wer du in Gottes Augen sein kannst oder auch, wer du in seinen Augen bist. Und das ist phänomenal und ein Riesengeschenk. Nun, das Wort Hölle. Was löst es in dir aus? Welches Gefühl kommt hervor, wenn es um Hölle geht oder Hölle? Löst es vielleicht Angst aus? So, vielleicht weißt du nicht genau, hey, man kann ja nie sicher sein, komme ich jetzt in den Himmel, komme ich in die Hölle, wie wird das sein? Ewiges Feuer, wie weh wird es tun? Verbrenne ich mich? Oder muss ich doch meinen Lebensstil ändern? Oder irgendjemand ist mal auf dich zugekommen und gesagt, du wirst in der Hölle sein. Sowas kann Angst auslösen und nicht jeder hat das Gespür, das auf eine gute Art zu sagen. Vielleicht löst es Zorn in dir aus, oder? Du denkst zurück an die Kirchengeschichte, wie viel Machtspielerei mit dem Wort Hölle passiert ist. Wie viel Geld verdienen, oder? Ich bin zornig, die Kirche will eh nur mein Geld. Und erfindet irgendwas. Vielleicht ist es dir wurscht. Vielleicht löst es in dir aus. Gleichgültigkeit. Es ist ja wurscht, was ich mache und was ich nicht mache. Oder bei einigen löst es auch aufgrund dessen Ironie und Humor aus. Also Humor im Sinne von Ironie. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht, und oftmals
bekommen wir mit das Bild vom Teufile, wie auch immer du es sagen möchtest. Und gerade in der Faschingszeit sind dann die Kinder so angezogen. Und es gefällt ja dem Teufel, wenn er verniedlicht wird. Weil ihm bekommt er mehr Macht. Vielleicht löst es in dir aus Liebe und Gerechtigkeit. Vielleicht löst es in dir aus, ja, es muss eine Hölle geben, weil es ist nicht alles gerecht in dieser Welt. Und einer, wo Gerechtigkeit schaffen kann, muss ja für die Gerechtigkeit schaffen. Und derjenige, der für mich Gerechtigkeit schaffen wird, der liebt mich ja. Der ist nicht zufrieden, wenn ich ungerecht behandelt worden bin. Und im ersten Moment ist es wichtig, dein Gefühl ernst zu nehmen, oder? Im ersten Moment, wenn du ein Gefühl hast, ist es ein Schrei deiner Seele, dann musst du es ernst nehmen, weil das Gefühl ist ja effektiv bei dir da. Was aber ist, dein Gefühl spiegelt nicht unbedingt die Sachlage wider. Dein Gefühl entscheidet nicht, ob es die Hölle wirklich gibt oder nicht. Nur noch eine Frage, oder Fragen sind super. Woher kommen deine Gedanken über die Hölle? Ob es eine Hölle gibt oder keine Hölle gibt? Hast du dir das selber ausgedacht oder in der Bibel gelesen? Oder habe ich schon mal davon gehört, jemand hat es mal erzählt, dann ist es so. Vielleicht ist es auch so, hey, habe ich mal auf YouTube gesehen, oder? Der hatte zwei Verse mit dabei, die stimmten überein und dann macht er ein cooles Teaching und wahrscheinlich stimmt es, was dieser Mann gesagt hat oder auch nicht. Es gibt eine Hölle oder auch keine. Es nennt sich dann Zwei-Verse-Theologie. Und ich weiß, es gibt auch gute Teachings auf YouTube. Aber anhand von was ist deine Auswahl? Und anhand von was kannst du sagen, es ist meine Meinung oder nicht? Im Zuge dessen, kurze Marketingwerbung, sag's ehrlich dazu. Und zwar, wir haben unseren Church Friday. Und im Herbst haben wir uns gedacht, wir machen für jetzt mal für 4 Monate einmal im Monat eine Bible Study Group und wir werden in die Bibel reinschauen und wir werden gemeinsam lernen, die Bibel zu lesen. Weil ich bin überzeugt, dass Bibellesen manchmal das Einfachste der Welt ist. Aber wie es mit vielen Dingen ist, wenn es nicht gelernt ist, ist es nicht gelernt. Und es gibt so viel mehr Schätze selber zu entdecken. Und wir wünschen uns auch als Kirche, Menschen zu befähigen, nicht einfach nur zuzuhören und gute Dinge zu hören, sondern selber das Wort Gottes, das Schwert in die Hand zu nehmen und zu schauen, was sagt Gott zu mir und warum. Okay, mega cool, herzliche Einladung, du wirst davon hören. Und das zählt auch zum Thema Hölle. Es zählt nicht, was irgendjemand sagt und es zählt auch nicht meine Meinung als erstes, sondern was sagt Gott über die Hölle? Und dann stellt sich die Frage, wäre es nicht gerecht, wenn einfach alle in den Himmel kommen? Oder? Jeder hat mal einen Scheiß gemacht, jeder hat mal was Gutes gemacht. Warum kommen wir nicht einfach alle in den Himmel? Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb und alles ist gut, oder? Und ein Teil von unserem Denken ist grundlegend aus einer Theorie, die die meisten Mitteleuropäer in der Schule gelernt haben. Und zwar ganz kurz zusammengefasst, heißt diese Theorie, es gab einmal Bakterien und dann dauerte es eine Zeit lang und irgendwann war der Mensch da. Und das Gerechtigkeitsmotto dieser Theorie lautet, fressen und gefressen werden. Der Stärkere gewinnt, der Stärkere hat den Vorteil und der Stärkere bestimmt über den Schwächeren.
irgendwie unfairer geht's gar nicht. Aber irgendwie findet zumindest die Hälfte der Weltbevölkerung Gefallen daran oder stellt sich zufrieden damit, mit dieser Art von Gerechtigkeit. Der Stärkere gewinnt und alles ist gut. Natürlich geht auch die Bibel darauf ein, dass man stärker werden soll im Glauben, aber es hat einen anderen Effekt, wenn du sagst, und der Schwächere bleibt auf der Strecke. Aber spannend ist, trotz dieser Theorie sehnen wir uns danach über Gerechtigkeit. Obwohl wir eine ungerechte Gerechtigkeit lernen, sehnen wir uns danach. Hey, es gibt ungerechte Situationen in meinem Leben. Es ist nicht alles fair in meinem Leben. Und persönlich habe ich es so erlebt, oder? Wenn du eher denkend wirkst, ich sag's mal so, oder zum Teil auch introvertiert wirkst, so habe ich vor allem in der Schulzeit gewirkt, bekommst du sehr schnell den Stempel, du bist schüchtern. Und man sagt zu dir, hey, du bist schüchtern. Und vielleicht bist du einfach ein denkender Typ. Und das hat nichts miteinander zu tun, im ersten Moment denken und schüchtern zu sein. Aber du hörst es und hörst es und hörst es und irgendwann glaubst du es und irgendwann bist du es und bleibst es. Und das, was du als Kind lernst, das ist sehr schwer zu ändern. Das, was du als Kind lernst, ist ein Stück weit deine Wahrheit, die du gelernt hast. Und bei mir war das irgendwann so, hey, ich habe so eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Es ist nicht fair, dass irgendjemand zu jemand anderen sagt, bist halt schüchtern, oder? Kann schon nichts dafür. Es ist nicht fair, dass wir mit Aussagen andere Leben in gewisser Weise kaputt machen. Und irgendwie ist es so wichtig, Gerechtigkeit zu erfahren. Wir können ja nicht einfach sagen, ja, jetzt ist Leber vorbei, jetzt kommen wir im Himmel und Gerechtigkeit ist eigentlich wurscht. Vielleicht sagst du jetzt, aber trotzdem, ich habe in meinem Leben noch nichts Schlimmes getan oder nicht so schlimm wie andere und ich habe auch nichts Schlimmes erlebt. Also passt sie. In Römer 2 lesen wir, darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen. Wer du auch bist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil zu Recht über dir geht, die solches tun. Und es ist ein recht klares Statement von Gott, oder? Keiner von uns Menschen kann sich entschuldigen. Und wir sind ja recht gut, mal in unserer Kultur, wahrscheinlich darüber hinaus auch, weltweit, über andere zu reden, oder? Es geht so locker flockig von der Seele, über jemand anderen zu reden. Hey, hast du gesehen, was der wieder gemacht hat? Und am besten reden wir über andere, die gar nicht da sind. Das geht so locker von der Seele. Und da müssen wir uns doch fragen, ob wir da nicht schuldig sind oder nicht. Aber es gibt noch eine andere Art von Schuld. Und zwar die Kollektivschuld. Also die individuelle, ich und Gott haben ein Problem, aber auch im Kollektiv. Und zwar Beispiel der Zweite Weltkrieg. Meistens redet man von einer Person, die hat einen Blödsinn gemacht, und es betrifft nur die eine Person. Aber in der Kollektivschuld geht es darum, dass es nicht einer alleine war, sondern es war auch nicht mal nur eine Nation, sondern mehrere Nationen zusammen. Und darum geht es, oder? Es war nicht ein allein. Es war vielleicht die Generation vor uns oder noch eine Generation vor uns, welche einen schuldig macht. Wir Menschen, wir haben ein Problem. Und dieses Problem heißt Sünde, Zielverfehlung. Nicht das Ziel erreicht, nicht bei Gott angekommen.
Aber ich habe einen Ausweg mitgebracht, vielleicht. Und zwar in Römer 15, 5, 18 steht, wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Halleluja, dort steht's, oder? Alle, doch wieder alle. Und da gibt es sogar eine Begründung, oder? Ich kann einen Vers hineinwerfen und ich kann sie auch noch begründen. Und zwar in Römer 11, 32 steht, so hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Wow, Allversöhnungstheorie pur, oder? Kommen doch alle in den Himmel, jawohl. Wir können so weitermachen, wie wir wollen. Kirche braucht es nicht mehr. Und am Schluss kommen alle in den Himmel, oder? Zwei Verse und schon begründet. Und dabei steht auch noch, dass Gott sein Erbarmen allen erweisen will. Es ist ja auch noch sein Wille, dass alle in den Himmel kommen. Das Problem ist, wenn diese Verse aus dem Kontext der ganzen Bibel herausgerissen werden, kommt irgendwas heraus. Und dann kann dir irgendjemand irgendwas erzählen und es klingt ja auch noch vernünftig. Alle. In Römer 5 steht alle. Was ist da gemeint? Im Kontext, wenn wir herauszoomen, spricht Paulus hier zu den Juden. Und mit alle ist gemeint, hey, ihr kennt diesen Gott schon. Und jetzt wird er sich auch den Heiden zeigen. Die ihr abgeschrieben hat, Gott hat sie nicht vergessen. Jetzt wird er sich auch uns zeigen. Das ist damit gemeint. Und in Römer 11 geht es um Gottes Willen und da ist wichtig zu wissen, es gibt den souveränen Willen von Gott. Als Gott bei der Schöpfung gesagt hat, es werde Licht, war das Licht da, oder? Wie wenn ich sage, sei mir Licht an, dann ist das Licht an, oder? Es brennt. Der souveräne Wille Gottes. Aber es gibt auch den väterlichen Willen von Gott. Und der väterliche Wille von Gott ist, wie wenn ich einem meiner Söhne sagen würde, renn nicht einfach davon. Oder lüge mich nicht an. Oder ich wünsche dir, dass du Freude hast in deinem Leben, dass du aufblühst, dass du eine Aufgabe im Leben findest, die dich begeistert. Das ist mein Wille, mein Wunsch als Vater. Und genauso hat Gott einen Willen für dein Leben. Und Gott will, dass du gerettet bist. Aber er hat mir einen freien Willen gegeben und er wartet auf deine Entscheidung, ob du Ja oder Nein dazu sagst. Deshalb ist der Kontext sehr wichtig. Nun aber, was sagt eigentlich Jesus dazu? Es ist noch entscheidend, was Jesus dazu sagt. Warum? Weil kein anderer redet mehr über die Hölle als Jesus. Niemand anders redet mehr über die Hölle als Jesus selbst. Und wir haben ja vorher gelesen, ganz am Anfang, dass der Menschensohn aufteilen wird zwischen den Schafen und den Böcken. Und dass die einen gesegnet werden und die anderen verflucht. Und Jesus sagt dazu in Matthäus 13, 49, so wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Und Jesus sagt weiter in Matthäus 22, 13, erzählt ein Gleichnis. Und dem einen Typen, da geht es so, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern
und beben. Und es gibt viele, viele, viele Stellen mehr, wo Jesus genau das erwähnt. Oder ich habe manchmal meine Lieblingsverse, oder? Die Freude am Herrn ist meine Stärke, hat mich lange begleitet in meiner Jugendzeit. Und es ist cool, so mal einen einzelnen Vers aus der Bibel zu bekommen. Oder es ist ermutigend. Ich freue mich, wenn mir irgendjemand aus meiner Small Group mal einen Vers zukommen lässt. Und es ist ermutigend. Und es ist wichtig. Aber gleichzeitig ist es auch immer wichtig, den Kontext von etwas zu kennen. Warum steht das hier geschrieben? Auf jeden Fall wissen wir jetzt, die Hölle ist auf alle Fälle ein schlimmer Ort, wo keiner hin möchte. Und griechisch heißt Hölle, Gehenna ist das griechische Wort dafür. Und irgendwie mit Gehenna können wir wahrscheinlich nicht viel anfangen, außer ein Album, das eine Band mal herausgebracht hat. Aber Gehenna, für die Leute damals, die das von Jesus hörten, als er das erwähnt hat, war klar. Weil Gehenna ist südlich von Jerusalem, das Tal dort wurde so benannt nach Gehenna. Und für sie war klar, in diesem Tal, da sind die Wölfe, die Schakale, die fressen die restlichen Tiere zusammen. Aus diesem Tal heraus hörst du nur Zähne klappern und du hörst Heulen der Wölfe, du hörst das Heulen der Tiere. Aber wenn du daran denkst oder es aus der Ferne hörst, hast du schon mit der Angst zu tun und du willst einfach nicht hin. Und allen war bewusst, Gehenna war ein Ort, wo die schlimmsten Dinge passiert sind. Gehenna war der Ort, wo im Alten Testament mal ein Mann war, wo fremden Göttern geopfert hat, wo Gott nicht dienen wollte und gesagt, ich habe meine eigenen Götter und hat mit Kinderopfern begonnen. Und es ist das Tal, wo für jeden klar war, es ist schrecklich. Da will ich eigentlich nicht hin. Gott wurde an diesem Ort entehrt. Aber das Allerschlimmste, und es ist ja schon schlimm genug, ist, es ist ein Ort, von Gott getrennt zu sein. Ganz von Gott getrennt zu sein. Oder auf der Erde kannst du noch leicht sagen, ich lebe nicht mit Gott. Aber deshalb bist du auf dieser Erde noch nicht ganz von Gott getrennt. Weil es gibt zum Beispiel das Beispiel, das Volk Israel, im ersten Teil der Bibel gibt es da die Geschichte dazu, die haben immer wieder Mist gebaut, dann haben sie um Vergebung gebeten, Gott hat ihnen Vergebung, wieder Mist gebaut und immer so weiter, bis Gott gesagt hat, fertig jetzt. Ich nehme jetzt für eine Zeit meine Hand von euch und überlasse euch eurem freien Willen. Und ich stelle mir das auch so vor, die Hölle, dass es in dem Moment um die Trennung von Gott geht, weil wir das so wollten. Und eigentlich ist es ja völlig gerecht, dass es Himmel und Hölle gibt, weil auch Menschen zu ihrer Gerechtigkeit kommen. Vielleicht auch Arme, wo arm sind, ohne dass sie was dafür können und die Reichen bestimmen über ihr Leben. Und das Bild mit der Hand, oder? Gottes Hand ist über dieser Erde. Und wenn er die Hand wegnimmt, dann sind wir uns selber überlassen. Und das ist wie das Bild für die Hölle, weil einfach der Moment da ist, wo Gott sagt, hey, ich will mit euch Beziehung haben. Und wenn du nicht Beziehung haben willst mit mir, dann muss ich dir auch nicht mehr die Hand hinreichen. Dann kann ich die Hand ja wegnehmen. Und vielleicht denkst du, hey, es geht mir gut, oder, in dieser Welt, oder? Da ist ja Scherz im Leber, ist es auch. Und selbst Menschen, die mit Gott nichts anfangen können, tun gute Dinge, sogar sehr gute Dinge. Oder Nachbarschaftshilfe. Wie cool ist das denn, einander zu dienen? Und es ist auch wertvoll.
Aber der Punkt ist, wir kommen auf so schöne Ideen wie dienen und so. Erstens, weil Europa christlich geprägt wurde, von der Bibel her geprägt wurde in vielem. Und zum anderen, weil Gott seine Hand noch darüber hält. Solange Gottes Hand reißt, sind wir uns im freien Willen nicht preisgegeben. Solange seine Hand da ist, haben wir die Entscheidung zu treffen. Ich will in die Beziehung zu dir kommen. Ich will ein Leben mit dir führen. Gott hat uns seinen freien Willen von Anfang an geschenkt. Er hat es möglich gemacht, oder? Er hat den Garten geschaffen und einen einzelnen Baum, wo er gesagt hat, das ist mein Baum. Der gehört nicht dir, der gehört mir und ist nicht von deinem Baum. Wir haben uns entschieden, Gottes Baum anzugreifen. Es war der freie Wille. Und Gott hat uns seinen freien Willen gegeben, weil er uns so dermaßen liebt. Gott hat Himmel, Erde und Hölle geschaffen, nicht um irgendjemanden zu quälen, sondern die Freiheit zu geben. Du kannst entscheiden. Ich strecke die Hand nach dir und du kannst entscheiden, ob du sie greifst oder nicht. Und wisst ihr, was das Spezielle ist? Obwohl wir Menschen uns von Grund auf dagegen entschieden haben, hat Gott gesagt, meine Lieben, ich kenne euch, aber ich habe euch noch einen Ausweg geschaffen. Ich habe euch noch eine viel größere Message, einen größeren Ausweg geschaffen. Über den Ausweg, wo die Engel darüber staunen, so heißt es in der Bibel. Die ganze Himmelswelt staunt darüber, über den Ausweg, den Gott geschaffen hat. In 2. Korinther 5, 21 lesen wir, den Jesus, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wow! Und vielleicht hast du dir auch mal die Frage gestellt, ich würde ein paar Dinge anders machen wie Gott, weil warum macht er das so und so? Und ich selber frage mich das gelegentlich. Hey Gott, was ist denn das schon wieder? Weil Gott hat einen Plan. Und Gott, der Vater, er wusste, wir Menschen, wir werden seinen Sohn Jesus Christus, wenn er ihn aus seiner heilen Welt, aus seiner großzügigen Welt, aus der Welt, wo Frieden herrscht, wo Freude herrscht, wo Liebe herrscht, wo es kein Schreien und kein Weinen mehr gibt, wo nur noch Freude da ist, in diese Welt schicken. Und Gott, der Vater, wusste, wir Menschen, wir werden ihn auspeitschen, wir werden ihn auslachen, wir werden ihn verspotten, wir werden ihn anlügen, wir werden ihm Nägel durch Füße und Hände schlagen und wir werden ihn am Kreuz verrecken lassen. Was ist das für ein Plan, oder? Und ich habe zwei Söhne, die besten Söhne der Welt. Hey. Und wäre ich Gott, hätte ich keinen dieser beiden hergegeben, um das mit sich machen zu lassen. Und deshalb ist es gut, dass ich nicht Gott bin. Aber Gott ist so großzügig. Und sein Ausweg, dass wir trotz unserer Entscheidungen die Möglichkeit haben, immer noch zu sagen, Gott, ich will Beziehung mit dir haben. Jesus, danke für das Kreuz. Ich will das Kreuz in Anspruch nehmen für alle meine Verfehlungen und für die Verfehlungen, die andere mir angetan haben. Ich will deine Vergebung in Anspruch nehmen. Ich will frei werden in Dingen, in denen ich gefangen bin. Danke, was du für mich getan hast. Weißt du was? Irgendwie klingt schräg, aber durch die Hölle
wird Gottes Liebe umso größer. Wenn es keine Hölle gäbe, bräuchten wir keine Rettung, bräuchten wir keinen Gott und würden das Geschenk, Gott kennenzulernen, niemals kapieren. Gott ist so großzügig und Gott fragt dich heute, willst du mein Kind werden? Und er fragt dich heute, vielleicht bist du schon Gottes Kind. Willst du mich noch besser kennenlernen? Willst du eine Beziehung zu mir haben, wo ich es liebe, jeden Tag zu worshipen? Wo es mir leicht fällt, die Bibel aufzuschlagen und einfach darin zu lesen? Wo die Zeit einfach dann wurscht ist, weil es meine Priorität ist, Beziehung zu diesem Gott zu haben? Oder Entscheidung für Gott heißt, ich will eine Beziehung zu Gott. Entscheidung gegen Gott heißt, ich habe keinen Bock auf den Himmel und keinen Bock auf Beziehung mit Gott. In Johannes 3,16 steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Es geht um die Beziehung zwischen Gott und dir. Und in der Predigtvorbereitung ist in mir eine neue Dankbarkeit entstanden, weil ich neu in einer neuen Tiefe begriffen habe, ich brauche diesen Jesus. Ich brauche ihn in meinem Leben. Ich brauche ihn als Retter. Und es hat mich richtig dankbar gemacht. Dankbar für das Kreuz. Dankbar, dass ich leben darf. Dankbar für meinen Alltag, für meine Family. Dankbar für meine Freunde. Dankbar, Kirche zu bauen. Dankbar, von diesem Jesus erzählen zu können. Weil im Angesicht der Hölle entscheidet sich, wie du dein Leben lebst und wie du denkst. Ich habe euch ja diesen Spiegel mitgebracht. Vielleicht kauft sich jeder Mann so einen Spiegel, der noch keinen zu Hause hat. Die Verheirateten können ja den von der Frau nehmen. Und dann nimm diesen Vergleich mit von diesem Spiegel. Wenn du in den Spiegel hineinschaust, siehst du, wer du bist. Und Gott möchte dir sagen, wenn du in deiner Bibel liest, in seinem Wort, wer du bist. Und schlussendlich will er dir sagen, wie wertvoll du bist, wie geliebt du bist. Lasst uns aufstehen zum Worshipen und diesen Gott anbeten. Und ich möchte beten, aber bete du einfach für dich mit, was dein Ding ist, zu beten oder nicht zu beten. Und wir haben von Jesus gehört, vom Vater, von Gott. Und der dritte der Dreieinigkeit von Gott ist der Heilige Geist. Und er ist da und er möchte zu uns reden. Und er möchte in deinem Leben Gott noch viel größer machen, seine Liebe noch viel mehr zum Vorschein bringen. Jesus, danke für den Kreuzestod, den du gestorben bist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in meinem Leben Gott immer größer machst, dass du mir immer klarer machst, wenn ich mit dir Zeit verbringe, wenn ich in deinem Wort lese, wie großartig du bist, wie liebevoll du bist und was für eine Hoffnung du schenkst, dass ich einmal bei dir im Himmel sein kann. Jesus, und ich bitte dich, dass du jetzt redest. Heiliger Geist, ich bitte, dass du kommst und dass du zu unseren Herzen redest, weil es zählt nicht meine Meinung, sondern deine. Was du uns sagst, kann zur Umkehr führen. Wenn du was sagst,
sind wir ready, Ja zu dir zu sagen. Wahrscheinlich gibt es keine Bekehrung ohne Erkenntnis. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns erkennen lernst, intensiv, wenn wir in den Spiegel schauen, was gut und was schlecht in unserem Leben läuft. Aber dass wir zu dir kommen dürfen und wissen, du liebst uns, du willst das Beste für uns. Und du willst uns nichts wegnehmen. Du willst uns auch nicht Angst machen oder irgendwas Komisches machen, sondern du willst uns begegnen. Und so bitte ich dich, dass du jetzt zu uns redest. Amen. Und euch will ich ermutigen, gebt jetzt in dieser Zeit Gott Antwort. Was ist eure Antwort? Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info@icf-vlbg.at. Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.